Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Espero no hay felicidad. Hallo und willkommen zum 20. Dezember. Es ist nur noch 4 Tage hin bis zum besagten Tag. Ja. Und wir waren, genau, Peter war gerade dabei, etwas in Stücke zu hacken und hat irgendwie einen metallischen Gegenstand dabei gefunden. Neugierig nahm Justus den metallischen Gegenstand in die Hand. Klarer Fall! Das ist der obere Teil eines Dreizacks. Und ich glaube, ich weiß jetzt, was dies bedeutet. Es ist der Dreizack des Meeresgottes Neptun. Bobs Augen leuchteten auf. Na klar, der Schatz ist nicht im Schiff Neptun versteckt, sondern im oder am Hotel Neptun. Die beiden Schatzräuber haben mit ihrer Taucherglocke an der verkehrten Stelle gesucht. Schön blöd, denn dabei lag die Lösung vor ihren Augen. Plötzlich hörten die drei Fragezeichen, wie von außen die Türen verschlossen wurden. Peter zuckte zusammen. Mist! Die haben uns mit Kameras und Mikrofonen belauscht und wissen jetzt, wo sie suchen sollen. Er sollte recht behalten, denn kurz darauf vernahmen sie sonderbare Klopfgeräusche. Bob blickte durch ein kleines Fenster in der Bibliothek. Tatsächlich! Von hier aus kann ich sie sehen! Die beiden klopfen mit Hammer und Meißel wie Spechte überall herum. Das Hotel scheint ihnen egal zu sein. Aufgabe. Wir haben hier ein Wimmel-Vergleichsbild. Hier wurde ganze Arbeit geleistet und vieles ist kaputt, weg oder angeschlagen. An wie vielen Stellen wurde das Neptun beschädigt? Das Neptun ist... Neptun ist ein Neutrum geworden. Okay, da am Pferd fehlt ein Auge. Dann ist da was kaputt bei dem Dreizack. Dann fehlt da irgendwie eine Spitze von einem Dach. Sind es 3. Noch irgendwas? Ah, genau. Fensterrahmen und Licht fehlt. 4. Eine Säule ist kaputt. 5. Eine Hand fehlt, 6. Noch was? Also mindestens 8 muss ich ja jetzt erreichen. 7 ist da unten links, fehlt ein Stück von dem Brunnen. Und Nummer 8, wo bist du? Wo ist es? Die Nummer 8, wir suchen sie. Den ganzen Tag, doch finden nicht die Nummer 8, denn wir suchen den ganzen Tag. Ich finde den Fehler nicht. Findet ihr Fehler Nummer 8? Da ist er noch. Nee. Beim Türrahmen, Fehler Nummer 8. So, ich würde sagen, mehr Fehler sind da nicht. Es ist Lösung Nummer 2. Komische Rohre. Rohre. Gute Frage, wo sind die? Rohre. Da sind die. Hier. Man sehe und staune. Rohre. So. Und die öffnen wir jetzt. Batman. Batman ist drin. Batman. Okay. Wir machen das irgendwie auf. Oh nein, es wurde eingespeist.
Okay, eine Fledermaus. Ich mach das mal direkt ab. Das muss man bestimmt abmachen. Und jetzt steht in der Beschreibung, machen Sie es nicht ab. Oh, es sind zwei. Es sind Wurfsterne. Es sind zwei Fledermäuse. Ja. So. Weiß nicht, ist das vielleicht fürs Fenster, damit ich Vögel abschrecken kann? Oh. Haha. Die Fledermäuse braucht man gar nicht. Geheimnisse entschlüsseln. Was? Geheimnisse entschlüsseln? Hier gibt es viele Möglichkeiten. Schau dich einfach aufmerksam um. Es gibt viel zu entdecken. Eine raffinierte Methode, Nachrichten zu verschlüsseln, ist die Schablonentechnik. Trenne die beiden Fledermauskarten. Okay, das wird echt nicht lektoriert irgendwie. Vorsichtig voneinander. Das eine davon ist für deinen Detektivkollegen oder deine Kollegin. Lege die Pappschablone mit dem Fledermaus-Schattenbild auf ein Blatt Papier. Nun kannst du innerhalb der ausgestanzten Fledermaus eine Nachricht schreiben. Lege dann das Bild beiseite und fülle das Blatt mit Wörtern auf. So kannst du deine Nachricht im Text verstecken. Zum Entschlüsseln gibst du am besten ein Ankerwort an, das sich zum Beispiel am Kopf der Fledermaus befinden soll. So kann die Schablone am richtigen Punkt angelegt werden und die Nachricht entziffert werden. Ankerwort heute. 14 Uhr Treffpunkt Rathausplatz. Wir müssen das weitere Vorgehen besprechen. Mhm. So, und natürlich gibt es wieder zwei. Einen für einen Detektivkollege, Kollegin und einen für einen selber. Ja. Und ja, diese Fledermäuse, bepp ich hier irgendwie dran. So. So. Gut, das war die 20. Noch vier Tage. Okay, dann sehen wir uns morgen wieder zum 21. Dezember. Bis dahin, gute Nacht.